Das Halbfinale ist vorbei bei den Damen. Gewonnen haben erwartungsgemäß, muss ich sagen, die Damen von Rico West. Herzlichen Glückwunsch. Und EDV hat ein super Spiel gemacht. Vor allem im dritten Viertel habt ihr mal die Zone ausgepackt. Hat gut funktioniert. Wollen wir mal fragen, wie es denn so war, das Spiel zu gewinnen? Es ist schön, dass wir es gewonnen haben. Das ist phasenweise in der Tat sehr schwer getan. Die Saison ist irgendwie schon seit anderthalb Monaten rum und man merkt, dass dann man die Spannung ist dann raus und man hält dann aber nicht die Konzentration in der Zeit. Ein Wort zu den EDV da, wie haben Sie sich präsentiert? Stark. Ja? Prima. Okay, Freddy. Deine Damen haben eine ganz gute Figur abgegeben. Wir haben hier echt gut gehalten und haben beide sogar das Spiel gemacht. Dein Statement zum Spiel. Glückwunsch gegen Rest. Viel Erfolg machen. Ich glaube, wir haben schon alles gemacht. Wir haben im dritten Viertel nochmal das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, eigentlich vorm Spiel. Und ich glaube, dass wir im dritten Viertel auch gezeigt haben, wir sind jetzt aufgestiegen, steigen auf in die zweite Regionalliga, dass sie das auch wirklich verdient haben. Und BG West ist eine etablierte Mannschaft in der ersten Regionalliga, spielt total erfolgreich. Und deswegen kann ich nur stolz sagen, es war ein super Auftritt von meiner Mannschaft. Ja. Was denkst du, wie wird BG West morgen abschneiden? Da bin ich auch gespannt. Der Favorit wird dann ja auch wieder erste Regionalliga-Mannschaft sein, aber ich vermute, wenn sie heute den Trainingsabstand ein bisschen aufgeholt haben, dass sie morgen ganz gute Chancen haben. Okay, viel Erfolg euch. Vielen Dank.